Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission auf Stein geschrieben. Wir sollen Dr. Hanover oder Dr. Hannover lokalisieren. Die ist da vorne. Ich weiß schon, dass es eine Frau ist. Aber wie immer lesen wir natürlich zuerst den Infohappen, den wir bekommen. Dr. Hanover ist eine Archäologin, steht kurz vor einer großen Entdeckung, aber ihr einziger Beweis... Ein Stück einer uralten Tafel wurde von Weston gestohlen, der sie womöglich aus unlauteren Motiven verwenden wird. Ich weiß nicht, wie man eine alte Steintafel aus unlauteren Motiven verwenden kann, aber ich denke, das werden wir wohl erfahren. Schauen wir mal. Habe ich vergessen die KI? Nein, KI ist an. Alles klar. So. Hallo, Dr. Hanover. Und wer sind Sie? Eine Art Archäologin? Ich bin Dr. Maggie Hanover und ich bin eher eine Wahrheitssuchende. Unsere Ausgrabungen hier haben geholfen, eine Reihe von Geheimnissen über Mu und seine Verbindungen zu dieser Insel aufzudecken. Mu? Das ist einer dieser verlorenen Kontinente wie Lemuria und Atlantis, oder? Ja. Erstmalig erwähnt wurde er in den Arbeiten von Augustus Le Plongeon. Aber meine Recherchen waren ergiebiger. Ich habe Fragmente einer Tafel gefunden, deren Inschrift auf eine Macht hinweist, die auf dieser Insel verborgen liegt. Ich war noch mit der Übersetzung beschäftigt, als mein ehemaliger Kollege, Weston, einfach reinstürmte und sie stahl. Offenbar arbeitet diese Ratte inzwischen für Sentinel. Sie glauben, Sentinel will diese Macht irgendwie entfesseln? Ja, es könnte eine unbegrenzte natürliche Ressource sein. In deren Händen wäre sie vor allem gefährlich. Wo fangen wir an? Meine Kollegen bei Skelltech haben mir erzählt, dass sich das Fragment der Tafel zurzeit in einer Basis in Sperrgebiet 1 befindet. Sie heißt Red Ferret. Schon davon gehört? Sie liegt nordwestlich von No Man Highland, in der Gegend um Mount Elliot. Sentinel ist uns einen Schritt voraus, also seien Sie wachsam und halten Sie die Augen offen. Mach ich. Ah, man spricht sie also aus wie einen Hangover, Dr. Hanover. Meine ich das nur, oder ist der ihr eines Auge größer als das andere? Ich muss mir das jetzt mal hier so angucken. So, ohne Mütze sieht sie süßer aus. Aber sie muss ja auch nicht süß aussehen. Ah, na, ich weiß nicht, in der Zwischensequenz eben sah es anders aus. Aber was ich nicht verstehe, warum verlieren alle Charaktere, sobald sie eine Mütze anhaben, ihre Haare, quasi. So, wo ist das Ding denn? Das ist da. Da unten gibt es noch Infos. Die habe ich noch nicht? Okay, na gut. Ganz da drüben. Gut, wir haben da drüben einen Biwak. Machen wir eine Schnellreise hin. Ich glaube, wenn ich immer auf die Schnellreise verzichten würde, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz dickes Problem, was die Spielzeit angeht. Wo ist denn der Punkt? Ich sehe den hier nirgends. Ach, hinter mir. Oben, unten? Ich sehe den Punkt nicht. Aber vielleicht... Ah, da ist er. Wollte gerade sagen, aber vielleicht bin ich auch nur blind, wie immer. So, schauen wir doch mal. Was? Bin doch gerade erst... Naja, was soll's. Da unten haben wir ein Dreiertrüppchen. Hey, wir haben Gesellschaft. Ja, ja, kein Ding. Chill. 600 Meter, 400, 500. Nice. Was ist das denn? Ach. Ein, keine Ahnung, Steinbock wieder, was auch immer. Also wenn die mich hier sehen, dann weiß ich auch nicht. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Eine Lawine bestimmt.
Hier kam bestimmt eine Lawine runter oder so. So, dann schauen wir doch mal. Ein Tafelfragment. Okay, hier ist das Camp Red Ferret. Durchsuchen Sie den Außenposten. Sentinel-Soldaten wissen. Alles klar, also Sentinel-Soldaten wissen. Er hier weiß, okay. Er weiß auch. Haben wir einen in der Nähe, der weiß? Scharfschützen da drin oder so, der weiß. Ein Raketenschütze, der weiß aber nichts. Ah, komm. Ab geht's. Ja, absolut genial. Weiß er was? Ja, der weiß auch was. Guck mal da. Und ab geht's. Ups, nicht so weit. Vielleicht sollte ich den da weglocken. Wobei. Oder? Ja, guck mal, was das war. Scheiße, was war das denn? Seltsam. Ich sehe mir das mal an. Jo, mach das. Hä? Er sagt da oben ganz ruhig, ganz leise, ich sehe mir das mal an und er da hinten. Okay, dann los. Ich sehe mich mal um. Aber bisher habe ich nichts. Hallo. Alter. So. Dann schieß mal los. Du hast Geheimnisse von mir? Das ist alles wirklich. Im mobilen Büro, ne, im mobilen Hauptquartier. Also da hinten. Na toll. Na gut. Ups, das war keine Absicht. Scheiße. Ja, ich weiß. Die haben uns bemerkt. Ja, eigentlich haben sie nur eine Explosion gehört. Der Raketenschütze ist halt, keine Ahnung, hat sich rückwärts angelehnt oder so. Kann doch sein, mein Gott. Hauen wir mal den Mörser aus. Schade, dass man den nicht benutzen kann. Och nö, ein Funker. Ein FF, ein Funkfuzzi. Oh, oh. Oh, hallo. La, 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 la. Ach, guck mal da. Tja, ich sollte vielleicht ausweichen. Oh. Oh. Ich will aber an den Geschützturm. Ja, geh doch rein. Zuckelt er da hinten rum. Geh an den Geschützturm, verdammt. So. Haha. Hab einen erwischt. Nice. Ich hab mein Ziel nicht getroffen. Schade, dass man den KI-Kameraden nicht sagen kann, dass die nicht einsteigen sollen. Denn sonst würde ich mal ein Stückchen nach vorne fahren. Aber dann platziert sich ja ein KI-Kamerad da drin. Kann ich da hinten den Generator treffen? Nee, ne? Ah, doch. Alles sauber hier. Oh, alles sauber. Das ging ja flott. Bin ich verletzt?
Ja, natürlich. Natürlich wurde ich in einem vollkommen rundum geschlossenen Panzerfahrzeug verletzt. Ich meine, warum auch nicht? Dum, 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 dum. So, wo ist das? Oh, da ist eine Kiste. Ah, da hinten. Wie kann ich sowas denn immer... Ah, weil das verschwindet. Deshalb kann ich das übersehen. Ah, da ist ja das Steinfragment. Einfach nur die Augen aufmachen. Und das ist ein Fragment der Tafel, die Dr. Hanover gestohlen wurde. Gut, und jetzt? Wie geht's weiter? Hallo? Hast du gedacht, dass du mal in einem Guerillakrieg kämpfst? Was? Wer spricht da? Keine Ahnung. Und jetzt? Wieder zurückbringen, oder wie? Suchen Sie den Außenposten Red Ferret. Westens Büros im mobilen Hauptquartier. Ich bin doch da! Ist das ein Bug? Weil ich die Mission schon gemacht habe? Es wird mir immer noch da oben angezeigt. Gibt's da... Ach, nee, guck mal, ja. Hier. Meinst du, alles wird gut? Gibt's da noch was drin? Ich meine, das müsste ich doch sehen. Was? Wie kann? Aber da ist nichts. Da ist sonst nichts mehr. Ärgerlich. Warum geht's denn nicht weiter? Ich habe das Ding aufgesammelt. Muss ich hier noch irgendwas aktivieren oder so? Das ist ein Fragment der Tafel, die Dr. Hanover gestohlen hat. Das erste Fragment. Wurde von Weston gestohlen. Ja. Nun. Das zeigt mir auch hier an. Aber hier zeigt es gar nichts. Ah doch, da ist ein kleiner Suchbereich, den es anzeigt hier. Aber ansonsten ist da nichts mehr. Ich habe das Ding doch eingesammelt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin ein bisschen ratlos. Vielleicht sollte ich mich umbringen. Vielleicht geht es dann weiter. Kein Problem. Ich hänge nicht so an meinem Leben. Aufgeben. So. Da sind da zwar wieder alles voller Gegner, aber ich meine, wenn es dann weitergehen würde, wäre es mir recht. Das Spiel hat natürlich keine Bugs. Ne? Das sind alles nur Features. So, lassen wir das Ding explodieren. 1, 2, 3. Pff, toll. So. Also wenn das Fragment jetzt immer noch da ist, also immer noch weg ist, meine ich, dann haben wir ein Problem. Nicht da hoch. Für dich explodieren lassen. Ja. Nein! Sollte explodieren. Geht doch. So. Probieren wir das Ganze mal. Wenn nicht, wird das die erste unvollständige Folge. Was ich aber sehr schade finden würde, denn... Die Mission endet eigentlich ganz cool in so einer coolen Höhle. Aber...
Gut, damit hat er uns gerade verraten, dass sie nicht wissen, wo wir sind. Lalalala. Ich laufe einfach hinten rum. Oh, wer ist denn da? Ist da einer drin? Nein, das ist ein Wasserspender. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Ja, so. Bitte sei wieder da. Gut, dein Fragment ist wieder da. Ich hab's geholt. Aber es passiert sonst nichts. Goose ist tot. Ja, ich probiere hier noch sämtliche Teile zu benutzen, aber probiere alles. Da ist nirgends was. Ich mach mal Eingabehinweise zu Fuß an. Um zu sehen, ob ich da noch irgendwas aktivieren kann oder muss. Steht überall nur klettern. Nee, da ist sonst nichts. Tja, also. Ah, das Ding muss ich untersuchen. Das hat mir keiner gesagt. Seht ihr? So. Das sieht gerade aus Westens Büro. Okay, die haben wir. Und da sind noch zwei. Und da noch eine. Okay, nein, die haben wir doch nicht. Das ist eine Karte. Sie zeigt Teile von Aurora. Die auf der Karte markierten Stellen sind mögliche Standorte weiterer Tafelfragmente. Gut. Dann wissen wir jetzt zumindest, wie es weitergeht. Dann kann ich die Hinweise wieder ausmachen. Steuerungshinweise zu Fuß. Da. Gut. So. Nice. Karte aus Wests Büro. Alles klar. Und wir hauen ab. Na komm! Ach, guck mal. Da steht ja genau, wo wir hin müssen. Müssen wir gar nicht suchen. Ich will im Heli fliegen. 8 Kilometer. Das ist aber arg weit. 10 Kilometer, 8 Kilometer. Nein, lass mich! Lass mich in Ruhe! Nein! 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 Lass mich einsteigen! Nein! Hat er mich wieder rausgeballert. Dankeschön. Sorry, lass mich erst einsteigen. Ich bin schwer verletzt, kann mich kaum halten. So, friss das. Ach ja, ab in die Lüfte. 10 Kilometer da, 8 Kilometer da. 8 Kilometer dauert halt schon eine Weile, ne? Komm, machen wir doch den. Alter, ist das weit. Aber wir haben direkt einen Biwak in der Nähe. Antike Festungsanlage. Ja. Kann ich mich dann gerade am Biwak nochmal heilen? Ja, bin verletzt, ich weiß. Ach, wie er da hängt. Na gut, ich meine, es tut halt weh, wenn der Arm im Oberschenkel steckt, aber manchmal ist das eben so. Hat er gerade Blut gespuckt? Okay, das ist heftig. So, einmal heilen bitte. Einmal überspringen bitte. Und haben wir noch was zum Anfertigen? Ja, Granate habe ich geworfen, genau. Und dann Lager abbrechen. Ja, sofort, komm. So, da 3,2 Kilometer. 8,2, 500 Meter. Ja, 580 Meter. Gut. Easy peasy. Ich meine, das erste Mal, als wir die Tafel hatten,
war es ja recht gut gelaufen. Es ist ja recht gut gelaufen. Das zweite Mal habe ich mir jetzt keine Mühe gegeben. Ich wollte einfach nur gucken, ob es irgendwie funktioniert. Tja. Hätte ich vorher mal die Steuerungshinweise zu Fuß aktiviert. Aber da stand ja auch nichts davon, dass ich irgendwie eine Tafel fotografieren soll oder so. Da stand ja nur, ich soll das Tafelfragment holen. Ja, da stand nichts irgendwie, dass ich da noch ein Poster da fotografieren soll. Naja, jetzt haben wir's. Alles gut. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ein paar Waffenteile. Ja, komm. So. Zu vorschnell. Wir haben gleich Ärger am Hals. Ja, kein Ding. Kein Ding. Nichts, womit wir nicht fertig werden würden. Keiner drin? Ne? Gut. Wollten wir auf Nummer sicher gehen. Und da drin ist das Teil? Gut. Das ist ja easy. Absolut easy. Ja, das Tafelfragment müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Das wird wohl ähnlich aussehen wie das erste. So, 3 Kilometer ist wohl das nächste dann. Das andere war da hinten irgendwo, ne? 7 Kilometer, ja. Dann ist 3 Kilometer das nächste. Haben wir da zufällig auch irgendwie einen Biwak in der Nähe? Ja, haben wir hier. Näheres Biwak haben wir nicht. Aber es ist ja direkt an der Straße quasi. Das kriegen wir. Ah, ich freue mich auf das Ende von der Mission. Weil damals war das ziemlich cool, so zu sehen. Also wenn das die ist, wenn nicht, labere ich hier, das ist ein Haufen Müll, aber... Gibt's ein Auto vielleicht, bitte? Ja, guck mal, da kommt schon eins. Taxi! Hier, bitte. Oh, 2 Taxi. 2 Taxen. Taxen. Und er hat es bis vor die Haustür geliefert. Nice. Na toll. Jetzt rüste ich wieder die Pistole aus. Klasse. Jetzt sitze ich. Ja, ist klar. Die Pistole. So, ab geht's. Oh, ich habe gar nicht gewartet, bis die Kameraden eingestiegen sind. Naja. Hab's vergessen. Ich wechsle im Moment hier gerade in der Aufnahme immer hin und her zwischen den Nebenmissionen und den Level-Let's Plays. Level-Guides, wie auch immer man das nennen mag. Das Fahrzeug fährt in die Walachei. So. In dem Konvoi? Was? Welchem Konvoi? Was? In dem Konvoi? Na toll. Gut. So. Anfang ist gemacht. Dann heißt's jetzt Team Feuer frei. Was? Nein! Zu langsam gesprochen. Team Feuer frei. Feuer! Genau so habe ich das gemeint. Geht klar. Wow, Respekt! Verdammt, es geht los! So, da haben wir aber auch noch ein Auto. Du willst mich platt machen? Ja, spreng deinen Kamerad gerade.
Volk, das ist ja großfaul. Nee, ist nicht. Gib mir das. Ja, da haben wir's. So, und das dritte ist nahe Stop, Baby. Huch, falsch Tasten. Ach nee, ich hab M gedrückt, na klar. Die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Gut. Jetzt bin ich aber wahrscheinlich im Kampf, ne? Jetzt kann ich keine schnell reiten. Nee, kann ich doch. Das nächste. Ganz hinten Wild Coast, alles klar. Huch. Hey, ich wollte nicht zoomen. So. Ein Tafelfragment und dann haben wir die Tafel zusammen. Rechts von uns. Ach, da. Jetzt kann ich aber da nirgendwo hin, nirgends abspringen. Wollte gerade sagen, hier ist doch immer eine Wolf-Patrouille. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel markieren. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Mist. Ich dachte, ich hätte ihn. Aber ich habe ihn hinter dem blinden Blatt nicht mehr gesehen. Da läuft er. Jetzt habe ich ihn. Und da. Oh, da ist noch eine Wolf-Patrouille mit Anhang. Oh. Team, Feuer frei. Feuer frei. Bam. Geil. Geil, richtig geil. Das ist ja mal perfekt gelaufen. Ein Fahrzeug wäre mir ganz lieb. Eigentlich. Oder ein Punkt, von dem ich. Von dem aus ich im Fallschirm springen kann. Kann ich da drauf und dann Fallschirm runter? Geht das? Da vielleicht so? Ja. Haha. Geht nämlich schneller als laufen und verbraucht keine Ausdauer. Und ich rutsche nirgends runter. Ja. Ist ja eigentlich kein Fallschirm, ne? Es ist ja eigentlich ein Gleitschirm. Jawohl. Nicht aus Versehen auf dem Stein landen. Ach, ich weiß, wo das hier ist. Und gegen die Wand klatschen. Zack. Mann, dieser Job ist wie mein letzter Einsatz. Scheiß langweilig. Ich weiß nicht. Eigentlich finde ich es ganz okay. Warum gibt es sowas? Was war das denn? Das war nix. Keine Sorge. Mach dir keine Sorgen. So. So, die Tafel ist irgendwo da unten. Wahrscheinlich auch wieder in so einer Kiste. Nein, nein, hier ist niemand. Keine Sorge. Und jetzt? Nein, ah, doch. Gut. Er ist gar nicht da? Was? Moment. Moment, das muss ich... Ach nee, das ist... Das sind Zeitungen. Moment, bevor ich das Ding hole. Wo liegt der? Da.
Da ist er. Lol. Gut. So, und damit haben wir das letzte Tafelfragment. Vollständige Tafel. Das ist die vollständige Tafel. Alle vier Teile wurden gesammelt und zusammengefügt. Und jetzt wieder zurück zu Dr. Hanover. Bestimmt, ja, genau. Und die ist ganz da unten. Dieses Biber oder dieses? Ich nehme dieses. Dann können wir nämlich einfach die Straße entlang fahren, wenn wir ein Fahrzeug finden, und dann kommen wir fast automatisch dort vorbei. So. Jetzt kommt kein Fahrzeug da entlang, oder was? Na, da vorne haben wir einen Itemträger. Ja, ja, ja. Ganz locker, Fury. Oh, Schalldämpfer von der Pistole ab. Hab schon lange nicht mehr ohne Schalldämpfer mit der Pistole geschossen. Ja. Genau, dann gibt's gar nichts. Huch. Sag mal, wie hart kann man denn daneben schießen? Fahrzeuge. Wer die Sau platt macht, kriegt den Fett. Ach, da sitzt ja noch einer. Alles sauber hier. Nice. Wer die Sau platt macht, kriegt ein Fett. Haben wir ein E-Bike dabei? Nee, nur Motorbikes. Die E-Bikes sind ganz cool, denn die sind viel schneller als die motorisierte, die Verbrenner. Also hier im Spiel zumindest. Dann aufpassen, da ist halt auch noch ein Murmurgebiet oder so. Oder ein, ach du Scheiße. Mom, irgendein, oh mein Gott. Irgendein Drohnengebiet. Da oben, ganz da oben. Gut, dann springe ich hier jetzt nicht im Fallschirm, sondern schnapp mir das Bike nochmal. Ich hätte natürlich auch einfach können die Straße weiter entlang fahren. Jetzt nimm doch das Bike auf. Er macht's nicht. Von der anderen Seite vielleicht? Ja, jetzt macht das. Okay. Nur aufpassen, dass ich nicht nochmal irgendwo dagegen donnere und dass ich nicht ins Wasser fahre. Nein, nein, nicht langsam. Schnell. Ah, ja. Ah, meine Güte. So geht das. Dr. Hanover wird vermisst. So ein Mist. Du hast sicher bemerkt, dass Dr. Hanover weg ist. Überanstreng dein Gehirn nicht. Ich hab sie. Und wenn du sie wiedersehen willst, bring mir, was ich haben will. Ja, ich weiß, dass du's hast. Ich schlag dir einen Tausch vor. Am Nordkap auf der Nordwestseite vom Sugarloaf Mountain gibt es eine Höhle. Komm dahin und beeil dich. Ich warte nicht gern. Er spricht mich mit du an, aber im Text steht immer nur sie. Also, aber von Captain Weston? Also ihr Kollege Weston ist jetzt Captain bei Sentinel? Na gut. So, wo ist das jetzt schon wieder? Hä? Ganz da oben ein. Überlegt mal, wenn wir jetzt dahin, selbst wenn wir ein Flugzeug hätten, das dauert ja ewig.
Also wenn wir da nicht die Schnellreise nutzen würden, dann wäre die Folge jetzt schon länger als 35 Minuten. So, der Captain Weston möchte also gern eine Kugel ins Hirn. Dem kommen wir doch gerne nach. Da vorne ist eine Straßensperre. Oh nein, das ist eine Geiselsituation. Sieht auf die Flugdrohne. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Bin soweit. 3, 2, 1, Feuer. Meine Fresse! Sag mal! Wie kann man. Sag mal, ich hab irgendwie. Was ist da passiert? Warum treffe ich nicht mehr? Also, geht kein Risiko ein, bis wir sie. Irgendwie habe ich ein Problem damit, den Bullet Drop einzuschätzen, jetzt nachdem ich vor dieser Folge hier die ein bisschen da vom Dingens aufgenommen habe. Nein! Oh. Vom Feldsanitäter. Jetzt geht's. Gut. World 666. Okay. Oh, ich. So. Gut, wo ist sie? Da, drüben. Und beim Feldsanitäter spiele ich ja überwiegend mit der Vector. Man gewöhnt sich so schnell an die Waffen, finde ich. Vor allem an den Bullet Drop. Wahrscheinlich ziehe ich deshalb jetzt hier mit der Waffe immer zu hoch. Oh, was haben wir denn da? Oh, nur Zivis, ganz klar. So. Nein, nicht. Ach, mein Gott. Kann der nicht mal ordentlich. Ich will richtig in Deckung gehen. Was macht er? Jetzt. Sag. Komm, setz ich mich halt in den Busch. Ist mir jetzt zu doof. So. Und wir haben Gesellschaft. Natürlich haben wir die. Da noch ein Gegner drin? Ja. Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Position. Mein Ziel markieren. Geh in Stellung. Bereit, Boss. Und Feuer. Feinde eliminiert. Solide Arbeit. Töten Sie Weston. Natürlich. Gerne. Ich meine, er hat ja so nett nach einer. Das ist der Wahnsinn. Wir entwerfen Drohnen-KI, um eine wilde Insel zu kontrollieren. Der Ausnahmezustand ist so. Er hat ja so nett nach einem Bleiimplantat für sein Gehirn gefragt. Ah, der wurde gar nicht getötet. Na gut. Du musst dir nicht Sorgen machen. Heavy MG ist für dich da. Kapiert? Boah, wir haben. Ein Treffer. Wie fühlt sich das an, Ghost? Ich kann es dir, Moment, ich sag's dir gleich ganz genau, Moment. Ich muss nur kurz in meinem Rucksack graben. Warte bitte kurz, bevor du auf mich schießt. Dann sag ich dir, wie sich das anfühlt. So fühlt sich das an. Was? Nicht getroffen? Nochmal. Konzentriert euer Feuer! Ich gehe in Deckung! Oh. Alles unter Kontrolle. Deckung hat dir auch nichts genützt. Was? So, wo ist denn unsere Dr. Hanover? Die ist nicht hier. Ach, da sitzt sie. Und Gott sei Dank, wenn die da hinten dran gesessen hätte. Seht ihr, jetzt hat sie nämlich da ein bisschen lange Haare mit einem Dutt. Immerhin hat sie keine so hässliche Mütze mehr an. Ja, jetzt. Ja, mein Gott. Jetzt so blöd da hinten in der Ecke. Geht es Ihnen gut? Alles bestens. Danke. Gerne. Machen wir endlich diese verdammte Tür auf. Okay, jawohl. Gehen wir es einmal durch. Also, die Tafeln fungieren als Schlüssel. Damit können wir das Tor öffnen. Wir müssen sie nur hineinstecken. Und dann was? Sobald wir es geöffnet haben, was werden wir im Innern finden? Gefahr, wenn ich den Text richtig deute. Was es auch ist, hat eine ganze Zivilisation ausradiert, also seien Sie vorsichtig. Sie könnten als Motivationscoach arbeiten. Ich finde, Ihr Gesicht ähnelt ein bisschen. Nein! Oh. Ihr Gesicht ähnelt ein bisschen der Agnes,
der Agnes, der Blonden von Mojang. Vom Minecraft-Team. So eine quirlige. Hui. Ritualkammer betreten. Nehmen Sie den Schatz. Haufen Schwefel. Etwas hat. Das Ding ist seit tausenden von Jahren verschlossen, ja? Die Kammer ist seit tausenden von Jahren verschlossen. Das, was da drin ist, hat eine ganze Zivilisation ausgelöscht. Plastikcontainer, Metalleimer, Bergbauhelme, Gas oder Strom, Terpentinlampen, Kerzen natürlich, ist klar. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Ein Seil. Also hier war auf jeden Fall schon mal jemand. Warum ist der Schatz dann noch da? Das sieht halt aus wie Schwefel hier, ne? Was ist das denn? Ich dachte gerade, da wäre Blut drin. Blöffend. Wann war wohl zuletzt jemand hier? Vor uns liegt buchstäblich ein Kontinent voller Geheimnisse. Die natürlichen Ressourcen, Schwefel, Obsidian und die überwältigende Schönheit. Es ist einfach ein Wunder. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber da war, keine Ahnung, spätestens vor schätzungsweise 300 Jahren, wobei noch nicht mal, vielleicht 200 Jahren, 100 Jahren war da jemand hier. Gut, dann schauen wir mal. Was ist denn der Schatz, der Tolle? Ich habe den Schatz genommen. Und was war's? Keine Ahnung, was der Schatz war. Ich bin Ihnen dankbar. Wirklich. Keine Ursache. Und sonst? Alles in Ordnung? Ja. Nun, da das Tor offen ist, hat sich das Gas verteilt. Sobald ich wieder hinein kann, werde ich weiter an der Entschlüsselung und Analyse der Tafel arbeiten. Und es gibt nichts, das ich lieber mache, als zu forschen. Also ja, es könnte mir nicht besser gehen. Wir tun, was wir tun müssen. Sie müssen die Vergangenheit bewahren. Und ich gebe mein Bestes, um die Gegenwart zu schützen. Sobald sich das Gas... Also, sobald ich wieder hinein kann. Sag mal, die ist doch drin. Wir sind doch alle drin. Jetzt ist sie weg. Ja, aber... Was ist das denn? Moment, das ist eine Karte von Aurora. Glaube ich. Ich glaube, das ist eine Karte von Aurora. Wir wären ungefähr hier irgendwo, ne? Ich guck mir das mal hier kurz an, hier. Ob wir da noch irgendwas Besonderes erkennen können. Aber nö, nicht wirklich. Also war jetzt dann doch relativ unspektakulär. Ich vermute, es waren Scale-Credits. Ich weiß es nicht. Naja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Hier vielleicht, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.